liebe Community. Ich freue mich wieder sehr. Ich habe Caroline Simon heute hier als Life-Coachin. Und gerade im Vorgespräch habe ich auch schon gemerkt, wie schnell wir doch in sehr interessante Themen reingehen. Und deswegen habe ich einfach mal gesagt, starten wir und gucken, wo uns das Gespräch jetzt in dieser Aufnahme hinführt. Caroline, ich freue mich sehr, dass du hier bist und bin gespannt auf die nächsten 20 Minuten. Direkt vielleicht zu dir, stell dich doch mal kurz und knackig unserer Community hier vor, wer du bist, was du machst und wie du zu Förder.me vielleicht gefunden hast. Ja, hi Kevin, vielen Dank. Ich freue mich auch, heute mit dir zu sprechen. Ja, mein Name ist Caroline oder Caro, so kennen mich tatsächlich die meisten. Ich bin Coach und Yoga-Lehrerin und habe mich dieses Jahr selbstständig gemacht. Dieses Jahr ist übrigens 2023, falls du diese Aufnahme irgendwann später mal anhörst. Sehr gut. Kevin hat mich über LinkedIn angeschrieben, weil ich auf LinkedIn zum Teil auch schon ein bisschen was zu meiner Arbeit und zu meiner eigenen Erfahrung, mit meiner eigenen Entwicklung teile. Und ja, also das Wort, was eigentlich so mit meiner ganzen Arbeit schwebt, ist Bewusstsein. Also Bewusstsein im Sinne unseres Bewusstseins, unseres Geistes, den wir erforschen können und den wir wieder lernen können, als Werkzeug zu benutzen. Und ja, den getrennten Wörtern bewusst und sein. Also ich glaube ganz fest daran, dass wir alle wieder in ein ja bewusstes Sein finden dürfen. Sehr schöne Vorlage für ein sehr schönes Gespräch. Lass uns vielleicht mit der Frage starten, wie du Coachin geworden bist und wie dein Weg bis hierher ausgesehen hat. Sehr gerne. Ja, der hat ganz, ganz viel mit meiner persönlichen Entwicklung zu tun. Ich habe viele Jahre als Redakteurin gearbeitet und habe irgendwann festgestellt, und das ging auch einher mit dem Beginn der Corona-Pandemie 2020, dass ja ich diese Frustration, die ich irgendwie verspürt habe, Orientierungslosigkeit, auch körperliche Beschwerden nicht mehr ignorieren konnte. Und ich habe mich damals zum ersten Mal entschieden, mir einen Coach als Begleiter zu suchen, beziehungsweise Begleiterin, es war eine Frau. Genau, und habe da mich zum ersten Mal ja mit meinem Selbstwert beschäftigt, mit meinen Werten, mit dem, was mir wichtig ist und auch mit meinen Interessen, die ich ja in meinem, die mich in meinem Leben begleitet haben und die mich irgendwie so auszeichnen. Und dadurch ist entstanden, dass ich mich für eine Weiterbildung angemeldet habe, und zwar zum Ayurveda-Coach. Und Ayurveda ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, also viele verbinden das ja so mit Wellness, Massage. Ayurveda ist letztendlich aber eine komplette Lebensphilosophie. Also mit Ayurveda lernen wir, das Leben zu verstehen und für uns selbst zu sorgen. Und ja, ich glaube, da hört man schon raus, das hat in meinem Leben wahnsinnig viel verändert. Und ich habe während dieser Ausbildung auch gemerkt, wie interessant ich persönlich dieses Zusammenspiel von Geist, Körper und der emotionalen Ebene unserer Seele, können wir das vielleicht nennen, selbst finde. Und habe für mich persönlich auch festgestellt, dass für mich gar nicht unbedingt die körperlichen Veränderungen, die ich für mich gestaltet habe, also zum Beispiel auf meine Ernährung zu achten und so weiter, den Erfolg gebracht haben, sondern mich mit meiner mentalen Gesundheit zu beschäftigen. Und so bin ich immer tiefer in dieses Thema mentale Gesundheit eingestiegen und habe irgendwann auch in Gesprächen mit anderen Personen und den Klientinnen, die ich schon im Bereich Ayurveda, also so der klassischen Gesundheitsberatung hatte, ja, festgestellt, wie toll das ist, da auch tiefer reinzugehen, habe mich deshalb entschieden, nochmal eine Coaching-Ausbildung zu machen, eine traumasensible Coaching-Ausbildung, um wirklich für die Menschen, die ich begleite, ein richtiges Fundament zu haben, tief gehen zu können. Ja, ich habe mich dann auch entschieden, tatsächlich den Job hinzuschmeißen, den ich vorher hatte. Ich habe erzählt, ich war Redakteurin, weil ich gemerkt habe, mein Herz brennt dafür. Und ich brauche diese Energie,
um sie anderen Menschen zu widmen. Und das passiert jetzt gerade. Also ich freue mich darauf. Voller Fokus auf deine Passion so gesehen, deine genau. Leidenschaft. Richtig schön. Ja, du hast das Thema Bewusstsein angesprochen, so als einer deiner Schwerpunkte. Lass uns da vielleicht kurz tiefer reingehen. Warum ist Bewusstsein dir so wichtig? Warum widmest du deine Coaching-Tätigkeit diesem einen Schwerpunkt? Also wir leben ja in einer unglaublich schnelllebigen Welt, ne? Einer sehr, sehr komplexen, dynamischen Zeit, die wahnsinnig von Krisen geprägt ist. Und was passiert dabei? Wir versuchen einfach nur zu funktionieren. Also wir schalten so den Autopiloten und zack nach vorne und von allen Seiten kommen irgendwie Erwartungen und Druck hinzu, unsere eigenen. Ja, und letztendlich dieser Autopilot, der macht uns aber kaputt, nicht nur uns selbst, sondern auch unser Umfeld. Und ich glaube, wir können durch Bewusstsein oder Achtsamkeit, kann man auch sagen, also vielleicht nochmal, was ist Achtsamkeit auch? Das ist ja auch ein viel benutzter Begriff, mit dem sich viele gar nicht eigentlich so beschäftigen, so wie Nachhaltigkeit. Achtsamkeit bedeutet die Fähigkeit, jetzt in diesem Moment zu sein, ohne großartig zu bewerten. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, dorthin zurückzukommen, uns selbst zu beobachten, dann kommen wir nicht mehr in dieses Reaktive, sondern ja, können viel besser mit uns selbst und mit unserem Umfeld agieren. Und schön aus gesagt. Achtsamkeit kann so viel entstehen, also kann Mitgefühl entstehen, Mitgefühl für uns selbst, ne, indem wir uns besser zuhören, wir uns besser kennenlernen, sind wir liebevoller zu uns selbst, aber sind auch liebevoller, auch in Gelassenheit, in Ruhe, im Umgang mit anderen Menschen. Und das merkt man gerade auch an deiner Stimme. Was verändert das alles, oder? Total. Für mich bedeutet Achtsamkeit auch generell Wahrnehmung, also meine Wahrnehmung immer wieder zu erweitern und auf bestimmte Dinge zu legen. Beispielsweise, wenn ich hier den ganzen Tag vor dem Rechner sitze, dann das ist gerade die Zeit, wo man am wenigsten achtsam ist, weil man bekommt total den Tunnelblick. Oh, man ist voll fokussiert auf die eine Sache, was man macht und man hat nur diesen quadratischen Computer vor sich. Und was ich mal in einem Atembuch gelesen habe, ist, dass unsere Atmung am Computer dann immer abflacht und enorm, also eigentlich nur noch, man atmet dann eigentlich nur noch so wenig, dass man kurz vor knapp ist mit seiner Sauerstoffzufuhr. Und als ich dann das überhaupt mal wahrgenommen habe in diesem Buch, bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich immer wieder in meinem Arbeitsalltag wahrnehmen kann, okay, jetzt atme ich mal ganz ruhig und tief und gelassen. Beispielsweise jetzt, wo du von Achtsamkeit redest, ist mir das wieder aufgefallen, einfach tiefer zu atmen als normalerweise. Und das passt voll zu dem, was du sagst, zu diesem statt reaktiv plötzlich aktiv zu werden. Ganz genau. Atmung ist so ein super tolles Tool. Also wir können ja viele Dinge laufen ja automatisch in unserem Körper ab und vieles können wir nicht steuern. Aber was wir steuern können, ist unsere Atmung. Unsere Atmung ist die direkte Brücke zu unserem Nervensystem und zu unserem Bewusstsein. Und Atmung, einfach mal sich hinsetzen und bewusst zu atmen, ne? Das muss ja noch nicht mal eine besondere Atemtechnik sein, das ist schon Meditation. Meditation wird ja auch so häufig in irgendeine Esoterik-Ecke abgeschoben und das hat dann sowas Mystisches, da will man sich dann gar nicht mit beschäftigen. Aber das ist, also ist es überhaupt nicht. Die Atmung kann so ein toller Helfer sein bei den ersten Schritten. Und das ist auch was man bei mir im Coaching immer wieder erleben würde. Also, dass wir immer wieder zurück zum Atmen kommen und zur Wahrnehmung unseres Körpers. Schön. Das heißt, du arbeitest in deinen Coachings auch mit Meditation und Yoga? Ganz genau.
Also Wie ich kann ich mir das kombiniere vorstellen? eigentlich so alles Wissen, alle Elemente, die ich in den letzten Jahren so gelernt habe. Also es sind vor allem Ayurveda und Yoga und damit verbunden auch Meditationspraktiken. Das heißt, bei mir wird man es nicht erleben, dass wir einen klassischen Fragebogen durchgehen. Also nicht, dass das ein Coach macht, aber um es jetzt mal übertrieben darzustellen. Sondern bei mir geht es eigentlich auch immer wieder um den Check-in in sich selbst, ne? Also was bringe ich von außen mit? Was bringe ich mit in die Session? Und was macht das mit mir? Also eigentlich immer diese Wechselwirkung zwischen dem Innen und dem Außen. Finde ich sehr schön. Du hast ja auch mentale Gesundheit angesprochen. Ich finde, das passt auch sehr gut zu Achtsamkeit und Bewusstsein. Einfach erstmal wieder seine Wahrnehmung auf das zu lenken, was belastet mich überhaupt? Weil viel Genau. zu oft, wie so dumm es auch klingt, aber viel zu oft merkt man gar nicht, was uns selbst belastet, weil wir so im Alltag eingebunden sind, dass wir uns selbst kaum noch manchmal zuhören oder geschweige denn unseren Partnern oder guten Freunden. Und da finde ich schön, wie du es gerade erwähnt hast, dass du wirklich darauf Wert legst. Sehr schön. Vielleicht noch mal ganz kurz auf Ayurveda, weil das schon ein interessanter Punkt ist, den ich auch bisher noch, glaube ich, nie besprochen habe. Kannst du da vielleicht noch mal kurz? Oh, ja, tatsächlich, weil du hast mich gut abgeholt. Für mich hat es da irgendwas mit Wellness zu tun und Sauna und Massage. Ja. Aber du meinst, es ist eine Lebensphilosophie. Magst du uns da vielleicht noch abholen? Ja, total gern. Also, das ist auch alles richtig, was du denkst und was viele andere auch denken. Das ist ein Teil von Ayurveda, Massage, zum Beispiel und auch eine Saunapraktik. Grundsätzlich ist Ayurveda aber ein medizinisches System, das vor mehreren tausend Jahren im ja heute indischen Raum entstanden ist. Es ist seit den 1970ern tatsächlich auch anerkannt als medizinisches System von der WHO. Und ja, Ayurveda betrachtet den Menschen im Ganzen. Das heißt, es ist keine symptomorientierte Medizin, sondern Ayurveda schaut, wer ist der Mensch, den ich da vor mir habe? Mit welchen Eigenschaften kommt der zu mir? Und wie steht er in seiner Verbindung mit der Natur, mit dem Umfeld? Das heißt, es ist ein sehr, sehr ganzheitlicher Ansatz. Und im Ayurveda gibt es eine sogenannte Konstitutionsanalyse. Da schaut der Therapeut, was bist du eigentlich für ein Mensch? Was bringst du in deiner DNA sozusagen? Auf Ayurvedisch Dosha, was bringst du in deiner persönlichen, körperlichen und mentalen Zusammensetzung hier mit an den Tisch? Und mit so einer Analyse kann man sich selbst noch mal ganz neu kennenlernen. So kann man die eigenen Stärken noch mal erkennen, die eigenen Schwächen natürlich auch ein bisschen sicher und lernt damit, okay, was kann ich in meinem Alltag eigentlich für mich tun, damit ich mich gesund fühle? Gesundheit ist ja auch ein total individueller Begriff, ne? Also medizinisch gesehen, so pathologisch ist Gesundheit, wenn du nicht krank bist. Aber das ist ja auch Richtig. total, ist ja Das ist die total unterste Stufe. individuell. Ja, genau. Letztendlich ist Gesundheit ja auch eine Art Wohlfühlen, ne? Wann fühle ich mich wohl? Und dann gibt es eben unterschiedliche Praktiken, um die Gesundheit zu fördern und besondere therapeutische Maßnahmen, um Gesundheit wiederherzustellen, wie Massage zum Beispiel, aber auch eine bewusste Ernährung, die eben zu der eigenen Konstitution, zu dem eigenen Typ, der eigenen Natur passt. Sehr schön. Okay. Danke nochmal, dass du uns und mich da abgeholt hast. Das hört Sehr sich gern. wirklich spannend an. Ein schöner Ansatz, zu dem ich nach unserem Gespräch auch nochmal tiefer einsteigen möchte. Caroline, was macht dir an deinem Beruf als Coach am meisten Freude? Ja, die Zusammenarbeit mit anderen Menschen, ganz, ganz klar, und begleiten zu dürfen. Das ist für mich eine wahnsinnige Ehre, wenn sich eine Person so öffnet und mich letztendlich auch ein Stück weit an ihrem Leben teilnehmen lässt.
ich lerne dabei auch immer so viel über mich selbst. Und ja, ich bin mir sicher, dass wenn wir alle uns bewusster mit uns selbst beschäftigen, wir auch ganz viel in dieser Welt bewirken können. Und das ist auch meine Hoffnung, so den Stein ins Rollen zu bringen für eine bewusstere, achtsamere Welt. Sehr schön. Und da fängst du beim Individuum an. Das gefällt mir. Ich sage auch immer, gesellschaftliche Entwicklung folgt der persönlichen Entwicklung. Also wenn die breite Masse oder jeder Einzelne anfängt, achtsames Bewusstsein zu haben, dann wird auch die Gesellschaft einfach nachziehen. Ja, absolut. Super schön. Und gibt es einen Moment in deinem Coaching, wo du gerne zurückblickst und sagst, wow, das war wirklich ein schöner Moment, den ich dort mit dem Klienten erlebt habe oder eine schöne Coaching-Sitzung-Session, die dir immer noch nachschwingt? Oh, das kann ich gar nicht so auf eine Sache pinnen. Ich muss sagen, eigentlich ist jede Session irgendwie wieder besonders und ganz besonders ist auch so ein Start eines Coachings, also das Kennenlernen, weil es ist für mich natürlich einerseits ein Kennenlernen der Person, aber auch diese ersten Schritte zu sehen, in denen eine Person wieder sich tiefer mit sich selbst beschäftigt, sind ganz, ganz toll. Sehr schön. Okay. Wie lange machst du jetzt schon Yoga? Yoga praktiziere ich selbst seit ungefähr 5 Jahren. Seit 5 Jahren. Was hast du an Veränderungen bemerkt, seitdem du Yoga praktizierst? Ich kann ja mal erzählen, wie ich zu Yoga gekommen bin. Gerne. Beziehungsweise, wie ich erstmal nicht zu Yoga gekommen bin. Okay. Ich habe Yoga nämlich früher überhaupt nicht verstanden. Ich wusste nicht, was das soll, wieso das so ruhig ist. Ich wollte Anstrengung, ich wollte mich durchgeschwitzt und fertig fühlen nach dem Sport und Yoga war mir dann einfach meistens nicht dynamisch genug. Ich habe die Asanas, die Übungen nicht verstanden. Ja, irgendwie hat es nicht Klick gemacht. Mhm. Und ich habe zu der Zeit als Redakteurin in einer Agentur gearbeitet und war eigentlich wahnsinnig gestresst. Also so gestresst, dass ich mir meine Pausen nicht genommen habe, mich am Ende des Tages völlig ausgelaugt gefühlt habe. Und dann hat aber eine Kollegin, eine Freundin gebeten, bei uns einmal in der Woche in der Mittagspause Yoga anzubieten. Und ich erinnere mich noch, dass ich am Anfang dachte, boah, scheiße, und dann fällt mir die Zeit auch noch weg und wie soll ich denn das machen? Aber trotzdem habe ich vielleicht auch ein Stück weit durch den Gruppenzwang, der dann gut war in dem Fall, also die Gemeinschaft, ist ja auch ein wichtiges Werkzeug, ne? Bindung, Gemeinschaft, ich schweife vorab, habe ich mich trotzdem immer überwunden, in diese Yoga-Klasse zu gehen. Und die Caroline vor der Yoga-Klasse war eine ganz andere als nach der Yoga-Klasse. Ich war ruhig, ich war entspannter und ich war plötzlich fokussierter. Und dann habe ich gedacht, okay, Wahnsinn, das macht ja so viel mit dir, da möchtest du jetzt tiefer reintauchen. Und dann habe ich angefangen, einfach mehr Klassen zu belegen, mich mit der Philosophie zu beschäftigen. Und ja, so hat mich das dann echt so durch mein Leben begleitet. Stark. Und jetzt nach 5 Jahren Yoga-Erfahrung, was sind so die Attribute oder die Dinge, die Yoga bei dir verändert hat oder verändert jeden Tag? Das ist vor allem meine Körperwahrnehmung. Die Fähigkeit, auch unterschiedliche Körperstellen wahrzunehmen, gibt mir auch die Möglichkeit, da reinzutauchen und zu schauen, was sitzt da eigentlich gerade für eine Anspannung. Vorher habe ich das immer so ignoriert. Okay, ich habe irgendwie vielleicht gemerkt, ich fühle mich ein bisschen verspannt, aber ich konnte das nie genau benennen. Und diese Möglichkeit hat Yoga in mir geschult, also die Fähigkeit, den Körper im Ganzen und einzeln wahrzunehmen und da reinzuschauen, okay, da ist eine Anspannung. Was sagt die mir? Wo kommt die her? Und daraus dann auch weitergehen zu können. Ne? Was kann ich jetzt verändern, ne? Damit ich diese Anspannung nicht mehr habe, zum Beispiel?
Spannend. Ich habe auch ein Jahr lang jeden Tag Yoga gemacht und habe da tatsächlich dann, also jeden Morgen nach dem Aufstehen, das hat so zu meiner Morgenroutine gehört. Schön. Und ich habe mir auch wirklich viel Zeit genommen am Morgen, um ja, mich mit mir selbst zu verbinden, wenn man das so sagen möchte. Und Voll. was ich gemerkt habe, war auch, was du beschrieben hast. Ich war den ganzen Tag über fokussierter, auch wenn ich meinen Tag erst vielleicht um 11 Uhr begonnen habe, weil meine Morgenroutine so lang war, konnte ich aber dennoch in der Zeit dann danach sehr produktiv sein und nicht nur produktiv, sondern auch kreativ und das Wichtigste, glaube ich, intuitiv. Also ich habe immer gemerkt, okay, wann rücke ich jetzt durch das, was ich tue, von dem Leben ab, was ich eigentlich führen möchte. Und ich glaube, dabei hat mir Yoga sehr gut geholfen, einfach diese Wahrnehmung zu erhöhen für meinen Körper, aber auch meinen Geist und das so beides in Verbindung zu bringen und dann auch reinhören zu können, okay, was sagt mir jetzt meine Intuition? Oder was sagt mir ein bestimmter Schmerz im Rücken, Genau. der auch oft emotional gerade in unserem Alter ausgelöst wird, weil Ja. ich hatte mal eine Zeit, da hatte ich enorme Rückenschmerzen gehabt. Es war wie so ein Stechen hier hinten. Und ich war so fertig davon, ich musste zum Arzt gehen. Klar. Und er hat mir einfach nur gesagt, ja, machen Sie mehr Sport. Und ich meinte zu ihm, ich mache vier, fünf Mal die Woche Sport. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ja, letztendlich war das dann eine emotionale Belastung, die sich Ja. dann durch den Rücken geäußert hat, dass ich da anfange mal zuzuhören. Und das war noch vor meiner Yoga-Zeit, die mich dann hin zum Yoga geführt hat. Also, schönes Tool. Ich glaube, das Wichtige ist auch zu sehen, gerade, also eigentlich ist ja Achtsamkeit hier wieder das verbindende Wort, ne? Achtsamkeit können wir eben praktizieren oder üben, trainieren durch Yoga, durch Meditation und so weiter. Und das ist eben nicht irgendwas, was du irgendwann abgeschlossen hast, sondern das ist letztendlich eine Haltung, eine Lebenseinstellung, die wir über unser ganzes Leben praktizieren und trainieren Ja, dürfen. vollkommen. Caroline, lass uns vielleicht nochmal kurz zusammenfassen. Was ist das Besondere an der Zusammenarbeit an dir und an deinen Coachings? Die Besonderheit an der Zusammenarbeit mit mir ist, dass du in deiner Vollkommenheit, in deiner Ganzheitlichkeit gesehen wirst und der Fokus damit komplett auf dir, von mir auf dir liegt und du damit auch wieder den Fokus auf dich legen darfst, dass du dir den Raum nehmen darfst, auch langsam zu sein und dir deine Entwicklung Schritt für Schritt zu erlauben. Sehr schön gesagt. Ich habe einen sehr guten Eindruck von dir, wer du als Coach bist. Sehr Mir gefällt schön. vor allem deine sehr empathische und auch sehr entspannende Art. Das merkt man sofort, wenn man mit dir redet. Also, wenn ich mit dir rede, werde ich daran erinnert, tiefer zu atmen. Sehr schön. Also, Ziel das ist so der erreicht. Effekt, den ich bei dir habe. Sehr gut. Und lass uns vielleicht nochmal kurz einsteigen zu der Person, die du in privaten bist, hinter deinem Coaching-Beruf, obwohl das natürlich mit reinfließt, definitiv. Klar. Deswegen, hast du ein Lieblingsbuch oder einen Lieblingsfilm? Und wenn ja, welcher ist das? Oh Gott, wahnsinnig schwierige Frage. Lieblingsbuch. Ich habe tatsächlich, also ich kann gar nicht ein Lieblingsbuch benennen, aber ich kann auf jeden Fall ein Buch nennen, was mich wahnsinnig beschäftigt hat die letzten Wochen. Das habe ich dieses Jahr gelesen. Das heißt Breath von James Nestor, glaube ich. Darum geht es um das Atmen. Wir haben jetzt auch schon über das Atmen gesprochen. Es ist ein wahnsinnig toll geschriebenes Buch. James Nestor ist ein Journalist, der irgendwann mal ja Apnoe-Taucher, also diese Free-Dive-Taucher, die so ganz ohne Sauerstoff etc. einfach nur tief runter ins Meer tauchen, hat über die eine Dokumentation gemacht und hat dann dabei gedacht, Wahnsinn, das sind so gelassene, ruhige Menschen und wie schaffen die es eigentlich? Das sind ja ganz normale Menschen, so lange die Luft anzuhalten und zu tauchen.
Und dann hat er sich Absolut. angefangen, mit dem Thema Atmung zu beschäftigen, hat ein eigenes Experiment durchgeführt. Ne, was ist der Unterschied zwischen Mund- und Naseatmung? Und ja, ich versuche übrigens meinen Papa, seitdem ich dieses Buch gelesen habe, immer noch davon zu überzeugen, dass er sich nachts den Mund zutaped, um nur durch die Nase zu atmen. Absolut, Also es ja. hat mich in allen Lebensbereichen beschäftigt. Und es ist sehr, sehr schön, sehr engaging geschrieben. Man Ja. liest es einfach gerne. Es ist nicht so ein klassisches Fachbuch. Kann ich sehr empfehlen. Tatsächlich habe ich das Buch gelesen. Das war auch mein Breath-Buch, was ich gelesen habe, auch Sehr dieses schön. Jahr, Anfang des Jahres. Und es hat mich auch absolut begeistert. Also er hat auch von den Indianern geschrieben, Ja. beispielsweise, die erforscht worden sind, die alle sehr vital waren, große Männer, große Frauen, alle sehr gesund, optimale Zähne und so weiter. Und dass die halt auch ihren Kindern schon beigebracht haben, durch die Nase zu atmen, gerade wenn sie schlafen, und dass sie den Mund der Kinder zugehalten haben beim Schlafen, wenn sie gemerkt haben, dass sie jetzt anfangen, durch den Mund zu atmen. Also dort war das auch in dieser vitalen Kultur, in diesem vitalen Volk ein absolutes Ding, nur durch die Nase zu atmen. Hat mich auch schon Mind-blowing, begeistert. oder? Total, total. Also, Es sind so simple Sachen, die aber dadurch, dass man sie ständig macht, also 24/7, 90 Jahre, die du lebst, so einen enormen Einfluss haben auf deine Lebensqualität. Ja. absolut. Und das hat mir auch wieder gezeigt, wie sehr wir so unsere Wurzeln, so und dieses alte Wissen, was vielleicht unsere Vorfahren auch hatten, wer weiß, vielleicht haben die es auch gemacht hier in Europa. Wie viel wir davon verloren haben. Und das Voll. ist tatsächlich was, was mich auch schon, bevor ich mich so mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt habe, sehr, sehr interessiert hat. So alte Kulturen und alte Traditionen, was können wir eigentlich von denen lernen? Und was gibt uns das eigentlich auch für ein Gefühl der Zugehörigkeit? Schön gesagt, sehr schön gesagt. Vielleicht noch eine persönliche Frage. Hast du Vorbilder? Oder wir drücken die Frage anders aus. Wenn du mit jemandem, einer historischen oder einer berühmten Person, zu Abend essen könntest, welche Person wäre das? Also mir sind gleich so viele Menschen eingefallen, aber ich nenne jetzt mal die Person, die mir als erstes in den Kopf geschossen ist, als du von einer berühmten Person gesprochen hast. Und zwar ist das Ed Sheeran. Also erstmal nicht nur, weil ich seine Okay. Musik sehr gerne mag, sondern ich glaube, also wer seine Songtexte kennt, und wahrscheinlich sind das die meisten Menschen hier, merkt man, dass das eine Person ist, die schon extrem verbunden ist zu ihren Emotionen. Und ich glaube, das ist ein total lockerer und bodenständiger und gelassener Mensch. Und irgendwie mit dem mal zu quatschen und so einen Tag einfach Spaß zu haben und zu sehen, wie der auch ruhig bleibt und so in der Verbundenheit zu seinen Emotionen agiert. Ich glaube, das wäre eine Bereicherung. Schön, schön. Sehr kreative Antwort, so. Das kommt aus dem Nichts. Cool. Und Caroline, eine letzte Frage. Wie verbringst du am liebsten deinen Sonntag? Wie sieht ein perfekter Sonntag für dich aus? Oh, ein perfekter Sonntag sieht so aus, dass ich morgens mir Zeit nehme für eine lange Yogastunde. Am liebsten eine, die ich nicht alleine zu Hause mache, sondern dafür in ein Studio gehe, also meinen Ort verlasse und mit anderen praktiziere. Ein perfekter Sonntag ist auch geprägt für mich von Spontanität und einem sich treiben lassen in dem, was einfach gerade an dem Tag da ist. Ob es dann ein spontaner Spaziergang mit der Nachbarin ist, oder ein Abendessen mit der Familie. Ja, dieses nicht geplante haben und spontan auf sich zukommen lassen, was der Tag so bringt. Wunderbar. Ja, das hört sich schön an. Cool. Caroline, ich danke dir für deine Insights und deine Vorstellung hier. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir Und ja, es war ein super schönes, insightvolles Gespräch so. Und das letzte Wort gehört dir.
Ja, vielen Dank, Kevin. Auch mir hat es Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, du konntest jetzt auch schon was für dich mitnehmen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und ja, wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann kannst du entweder auf meinem FurtherMe-Profil natürlich nachschauen. Und dort findest du auch meine Website und kannst dich auch gerne bei mir melden. Genau. Den Link zu ihrer Website und zu FurtherMe findest du übrigens auch in den Kommentaren, beziehungsweise in den Short Notes. Und von daher, Caroline, alles Gute und hoffentlich sehen wir uns demnächst wieder. Bis dann. Das wünsche ich dir auch. Bis bald. Ciao.